Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, wir haben recht stark im letzten Part gelevelt, haben 3 Feuerbälle jetzt auf einmal dank dem Lesser Multiple Projectile Support und ja, haben noch ja, bald dann den Firestorm, aber den müssen wir zuerst holen. Muss noch kurz schauen. Machen wir da mal. Verkaufen wir die Sachen. So, und was lassen wir mal noch? Gut. So, ich wollte einen Skin-Effekt für den Feuerball holen. Den Drachen Feuerball, aber ich habe da ein Problem. Ich weiß das Passwort von Path of Exile nicht mehr, weil ich über Steam spiele und ja, da habe ich kein Geld gerade auf Steam. Deshalb ja, möchte ich da noch warten. Ich will sowieso noch ein bisschen schauen, bringt es überhaupt einen Feuerball so richtig zu skinnen. Weil das ist ein Skin, das ist ein Skin. Wenn man jetzt die Fähigkeit wechselt, dann hat man keinen Skin mehr. Das ist schade, also richtig schade. Und wo ist eigentlich mein Siege Firestorm Skin? Muss ich den noch holen in der anderen, bei einem anderen Charakter? Ich hoffe nicht. Den habe ich nicht. So, wir rennen jetzt durch, machen die Quest nachher, die hier ist, und holen uns den Feuersturm. Oh, schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Und das wird so richtig krachen mit den Drachen. So richtige Drachenköpfe, die extrem lodern. Das ist mit Abstand der schönste Skin, den ich je gesehen habe in Path of Exile. Alle anderen sind entweder hässlicher oder ja, einfach nicht so meins. Aber ich finde es ein bisschen schade, oder? Wieso verkaufen Grinding Gear Games so teure Skins, die so hässlich sind? Sag mal, welche Skins findet ihr so gut? Könnt ihr nachschauen ein bisschen. Kann vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, den Link zum Shop unten hin tun für die Skins. Könnt ihr mal schauen. Vielleicht gefällt mir ja es auch, wenn ich sehe, oh, ja, das Skin könnte das sein. Aber beim Durchschauen ist es halt immer schwer. Weil ich auch sehr wenig Zauber eigentlich benutze, einfach ein bisschen zum Austesten und mehr nicht. So, ist wieder Elerion, den mache ich jetzt mal nicht. Später vielleicht, wenn die Map noch da ist. Brauchen ein bisschen Cast Speed, aber das müssen wir dann oben im Skillbaum Passive Tree machen. Da haben wir den Eingang zu den Cavern of Angel. So. Ah, zuerst die Caverns of Wrath. Ja. Ist ja auch schon wieder einige Zeit her, seitdem ich das letzte Mal gegamed habe. Anfangs August, Ende Juni. Juli war das. Jetzt bekommen wir eine Belohnung über, weil wir da reingegangen sind, anstelle von sie besiegt haben, bekommen wir schon die Belohnung. Gut. Ja, da ist der Firestorm. Sonst ist es nicht so interessant. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, wir müssen das hier machen.
So, Dille. Den hier, Storm noch da, ja. Lightning Damage. Das mal weg. Das hinzu. Das hier. Das hier rein. So. Gut. Die kann man jetzt irgendwie so zusammen machen, glaube ich, mit 4. Was man dann die craften oder was verkaufen? Müssen wir dann schauen. Ich möchte mich nicht so viel informieren. Wenn ich Hilfe bekomme, dann ist es natürlich klar. Aber es ist so wie ein Überraschungseffekt, wenn ich dann irgendwas schaffe oder so, dass ich nicht gerade weiß. So, machen wir das so. Das ist Lightning Warp, ja, das brauchen wir eigentlich noch nicht. Schauen wir mal den Firestorm an. Ja, seht ihr, viel stärker noch. Also der optimale Level-Skill für die Feuerhexe. So. Ja, findet die alle Flamme. Also scheinbar ist es wie diese Properties immer wieder gebietsabhängig, wie die Dinge sind. In jedem Gebiet wahrscheinlich, oder fast jedem Gebiet, diese gefrorenen diese gefrorenen Monster, Essenz-Zeugs. Ja, Revolution Potion, ja, heißt, wieder Leben regenerieren. Oder? Ich auch gleich mal schauen. Ja, Leben regenerieren. Ist jetzt auch nicht so meins. Liebe Life Leech, aber da müssen wir viel Schaden machen, dass Life Leech gut ist. So. Ja, lassen wir mal das Goat's Horn liegen. Das ist noch ein bisschen langsam. Ja, Hast ist auf Level 31. 94. 31. Glaube ich. Ist aber auch nicht allzu schnell vorwärts. Ja, brauchen bessere Schuhe natürlich und irgendwas. Mit Bewegungsgeschwindigkeit und Castgeschwindigkeit. So, Zaubergeschwindigkeit. So. Also. Hier oben haben wir nichts mehr. Ein paar von diesen Wasserelementaren. Gut. Ja, jetzt können wir mal ein bisschen Renntrank einwerfen. Bekommen wir noch ein Level hier? Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen zum Umkehren. Oh. Jetzt müsste ich wieder laufen. Ah. Ah, sorry. Wollte eigentlich den Schrein, also den Ding aufnehmen. Die Allflamme. So, komm. Ja, die Bewegungsgeschwindigkeit gefällt mir nicht so ein paar Vorfixe. Ich bin eher ein schneller Spieler. Das Ding ist, ja, die Gebiete sind auch ein bisschen zu groß. Na gut. Also, hier muss ich noch das mitnehmen. Gut. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Captain. So, hier haben wir noch einen Gegner. Also schauen wir mal, was wollten wir? Genau, Aerial Effect Radius. Auch für den Firestorm unbedingt. Sehr wichtig. Ihr seht, es ist schon recht größer geworden.
Oh, das sind die. Verloren. Schon wieder den. Es gibt nur den irgendwie. Ja, ist ein bisschen schlecht gemacht, aber... Vielleicht wechselt sich das ja bald mal aus. Also, um, dass ich auch ein anderes bekomme. Aber es ist wieder typisch, man muss wieder handeln. Ich mag das nicht. Ich mag in einem Spiel nicht alles erhandeln. Ich weiß nicht. Ich will Cellphone spielen am besten und einfach mit Kollegen tauschen, aber nicht einfach die ganzen Leute noch Items fragen, stürmen und alles mögliche. Das ist nichts für mich. So, der Fairgraves ist tot. Ketten, gehen Sie in die Hölle. Gut. Also, dann haben wir abgeschlossen. Zurück. So, dann schauen wir mal, hier bekommen wir ein Buch rüber, das ein Skillpunkt gibt. So. Dann hier, oh, aber Critical, das ist nicht unser, weil wir machen extra mit diesem Bild wenig Critical Hits. Ja, das ist der Nahkampfstab, weg damit. Und da noch die rein. Das können wir dann mal verkaufen, oder? Ah, man bekommt jetzt ein größeres, ein Muttering Essence of Greed, sondern ein Whispering Essence of Greed. Nice. Danke. Challenge complete. Gut. Dann unbedingt das nehmen. Blast Radius. Im nächsten Level. Sehr schön. Ja gut. Dann gehen wir mal weiter hier in Mabel's Caverns. Oh. Hier kann ich dann mal ein bisschen beginnen, Magic Find zu betreiben, ein bisschen MF-Zeugs auszurüsten und dann ein paar Mal sie nochmals besiegen. Ich werde sicher danach ein paar Mal noch zeigen. Ja, wie ich so mache. Vielleicht einen extra Part machen, der einfach mit Magic Fan zu tun hat. Und ja, für euch halt ein bisschen Hilfe ist, wenn ihr auch selber anspielt. Zweimal. Ich mache jetzt mal hier unten zuerst einmal. Jetzt genau. Der hat gar keinen Bonus. Ah, das war irgendwas. Eine Explosion oder so. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das muss ich unbedingt im Video nochmal schauen. Und hier oben ist auch einer. Sehr schön. So, es ist schon interessant. Klar. Aber sie müssten besser machen. Ja. Die Spieler werden langsam so ein bisschen sehr anfordernd. Die müssen langsam ein bisschen mehr machen, damit sie Geld verdienen können. Ich habe so das Gefühl, die zahlenden Fans, die hauen so ein bisschen ab. Und dann wird gar nichts mehr entwickelt. Das ist wie bei Blizzard. Oh, verdienen sie nichts mehr, wird gar nichts mehr entwickelt. Oh, jetzt haben sie Allegion, jetzt muss gar nicht mehr Diablo 3 weiterentwickelt werden. Und oh je. Yeah. Also eine Season mache ich halt für eine längere Zeit nicht mehr. Können Sie mir
wegstinken. Von mir aus. Hm. Ja, das sind alles so Items, die nicht für Zauberer sind. Nehmen wir mal den mit. Den Circled. Für mich ist Path of Exile Diablo 3 und nicht Diablo 3. So. Und irgendwann spiele ich auch mal wieder Diablo 2 mit dem Mod. Und vielleicht auch ohne mal. Es gibt ja einen neuen Patch, ob der nicht viel bringt. Zuerst muss ich es natürlich nochmal wieder kaufen, weil es... ja, nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade das Problem ist. Die CD habe ich noch, also die CDs habe ich noch, aber das will ich nicht mehr installieren, sozusagen. Es erkennt es irgendwie gar nicht mehr, vielleicht Windows 10 oder sonst irgendwas. Aber es erkennt gar nicht mehr die CD, es liest es gar nicht mehr. Naja. Schade. Und jetzt ist ja nebenbei noch das letzte Show zu Champions of Regnum gestartet. Und es kommt sehr gut an. Es ist halt ein Game, das jetzt nicht so beliebt ist, aber es kommt gut an. Und ja, das ist dann ein weniger öfters, ja, weniger zeitlich paar Dinge. Also Path of Exile hat ja 25 Minuten Parts. Und Champions of Regnum nur 10 bis 15 Minuten. Weil ich da auch nicht alles zeigen muss, aber es ist nebenbei das meistgespielte Spiel momentan, weil ich ja nicht viel zeigen muss dort. Level ich dann einfach die ganze Zeit oder ja, suche ein paar gute Stellen oder Parts, ja, Dinge zum Aufnehmen. Und hier zeige ich fast alles, außer eben jetzt ein paar Mal ein bisschen Magic Find. Je nachdem, wie gut es ankommt, zeige ich es natürlich dann auch. Ja. Jetzt haben wir bald wieder ein Level, das levelt sich gut hier. Hm. Wir sind da rechts. Schade, dass alles ein bisschen gleich aussieht. Wir hatten ja dieses Teilset schon mal. So, als nächstes sollten sie unbedingt mal diese Gebiete überarbeiten und nicht die Maps. So haben sie genug mit Maps gemacht. Jetzt sollten mal... da hat er auch nicht diese super... Content für Mega-Profis erweitern, sondern schon am Anfang ein bisschen spannender machen das Game. Auch das Bronzing ein bisschen am Anfang schon ein bisschen verbessern. Das bringt es, wenn man am Ende, ja, nur rumkommt, wenn man sich durchraschen lässt oder sonst irgendwas. Man muss halt so schon sehr erfahren sein in Path of Exile, damit man recht schnell durch die Akte kommt. Ja. Aber das seht ihr bei mir, könnt ihr sehr gut lernen. Gut, jetzt haben wir hier noch Blast Radius. Jetzt haben wir viel mehr Radius Damage. Cool. Ja, das merkt man. Das merkt man gut. Dankeschön, sehr nett. So. Ja. Dann schauen wir mal nach den Rüstungen. Ja. So, haben wir einen grünen Lightning Damage und so, Schock, okay,
Die ist so wieder eine. Okay, gut. Sind das jetzt genau. Ja, das sind gleich die großen. Ah, das sind gleich mal die großen. Gut. Nett, nett. So. Jetzt müssen wir mal hier sortieren ein bisschen. Ja, okay. Wir sind schon wieder befüllt. Geht gar nicht besser. Gut. Hier oben ist nichts. Also rennen wir mal durch ein bisschen, damit es noch in diesem Port reicht. Aha. Marvel. Hallo. Die war früher viel besser. Vor diesem Update war sie um einiges interessanter. Halt schwächer, aber... ja, nicht so nervig. Wieso muss Grinding Game etwas Nerviges einbauen? Nervig heißt nicht gleich schwer. Das heißt einfach nicht mehr so interessant. Aber wir haben sowieso mega viel Damage hier. Yeah. Oh, jetzt machen wir mal mehr. Oh, ich muss aus. Wo bist du? Da. Oh. Mann, die spinnt. Treibt. So, jetzt noch ein bisschen. Ja. Ja. Ein Achievement. Ein Zepter und Handschuhe. Dann nehme ich mal den Köcher weg. Und den rein. Identifizieren. Das ist natürlich nichts. Hier ist schon ein bisschen besser. Aber Lightning Damage. Müssten wir Orb of Storm nehmen, hä? Ah, da können wir keinen zweiten Stab nehmen. Also, Wand nehmen. So, Life Regeneration ist schon interessant, aber schwach. Hm. Bisschen Resistenz, hä? Okay. Ja. Also, dann laufen wir noch zu Akt 2. Wir gehen kurz in Akt 1 noch handeln. So, oder? Akt 2 ist da schon ein bisschen spannender. So, jetzt haben wir hier so eine Vorhersagung. Wir werden auf eine Gruppe aus 7 sehr starken Untoten treffen. Und die droppen dann Sachen, aber geben keine Belohnung. Also es ist so als einfach... Sie sagt das voraus, wo in einem Mapping etwas Spezielles ist. Und wenn man das hat, gemacht hat, dann zerfällt der Stein und man kann... ja, einen nächsten Stein reintun in den Slot. Man hat irgendwie, glaube ich, 8 Slots zur Verfügung. Oder 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Slots, okay. Ja, die quasseln noch ein bisschen. Zuerst einmal verkaufen. Ja, das nicht verkaufen, aber das. Das, das, das. Gut, verkaufen. So, dann haben wir hier. Ja, toll, alle. Anders. So. Gut, dann müssen wir mal
Iron Circlet nehmen. Gehört Armor dazu? Es ist Armor die größere. Was ist Armor? Energy Shade? Ja, nein, das bringt's nicht. Machen wir mal hier rein. Gürtel, ja. Welt da. Aber jetzt schockt es auch nichts. Ja. Sparen wir noch ein bisschen auf. Ich möchte hier noch einen nennen. Das ist, zwischen Bars MF. Dann möchte ich nämlich hier die Item reintun, die ich nicht in den Aufnahmen finde, damit ja, ihr dann sehen könnt, was ich so gefunden habe in meinen Runs, die ich dann ja machen werde. Aber ich werde nicht allzu viel machen. Ich will schon noch eine Herausforderung haben, das ist ganz klar. Aber Path of Exile ist nun mal so, dass man halt auch recht viel selber finden muss. Und das alles in Parts reinmachen, das wird euch wahrscheinlich stärker sauer aufstoßen, als wenn ihr es nicht gesehen hättet. So. Auf jeden Fall werde ich danach noch einen Stash-Slot machen mit Sachen, die ich geschenkt bekomme oder erhandle. Aber das, wenn ich dann soweit bin oder ihr soweit seid. Ja, auf jeden Fall mal das Spiel anzocken. Ich könnte immer wieder Hilfe bei mir suchen und so weiter. Sonst gibt es exiles.net, glaube ich, also. Und ein Chat mit Deutschen. Das ist irgendwie 4757. Nein, ich weiß eigentlich genau. Müsste ich nachschauen, aber weiß es nicht mehr. Ich habe den nie verwendet. Dann weiß ich es auch nicht ganz genau. Aber es gibt einen deutschen Chat, da bekommt ihr ja hoffentlich auch recht schnell Hilfe. Jo. Wir finden gelbe Items, die einfach nur Schrott sind. Wir brauchen ein bisschen IER und IIQ. Aber, ja. Da müssen wir irgendwie zuerst rankommen. Wir brauchen Items davon. Erhöhte Chance. Erhöhte rare Chancen zu finden. Also statt gelbe, goldene oder statt weiße, blaue. Und IIQ ist erhöhte Vieh, also jeder Mob kann dann mehr Items droppen. Das senkt auch wieder die Chance, Rares zu finden, weil es ja dann mehr Chancen hat, weiße Items zu bekommen und so. Aber es ist besser als IIR. Aber ohne IIR ist IIQ schlecht. Man braucht beides. Also so viel IIQ wie möglich und so viel IIR wie möglich ist natürlich das Beste. Aber IIQ ist natürlich das Wichtigere. So. Nein, nicht PvP. Kein Bock auf PvP. Boah, ich hab Hunger. So, ja, das ist der Akt 2. Und hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Haben wir ein Rarity Alchemie Ding. Ich riskiere das jetzt mal. Okay. Ist jetzt nicht so gut, aber ich habe es jetzt mal ausgenutzt. Gut. Ja. Den Nebel's Orb auf die Ding bringt es nicht. Da brauche ich eine bessere Rüstung. Eine höhere Item Level.
So. Also, da wird wahrscheinlich ein paar Runs brauchen. Ja, ich werde den Baum werde ich da hier noch den nehmen und dann hier rauf. Und wahrscheinlich so schnell wie möglich Elemental Overload nehmen. Weil wir brauchen keine kritische Treffer und Multiplayer. Und eventuell die hier nehmen, die Life und Mana. Oder hier nach oben und dann hier rüber und die Feuer hier nehmen. Mal schauen. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Der nächste kommt dann, ja, heute oder morgen, je nachdem. Nein, morgen. Ja. Also, nicht mehr lange. Bis dann, tschüss.